Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Ebener Marcel Clementi. Und es freut mich voll, dass wir heute wieder gemeinsam Yoga machen. Heute ist der Kuna, gerade wo ihr das Intro aufnehmen wollt, mein Hund vor der Tür kockt und hat so traurig geschaut. Jetzt habe ich sie mit reinlassen. Ich hoffe, die stört es nicht. <laughs> sie ist ganz brav und sie schlaft jetzt da. Wir machen heute gemeinsam einen Vinyasa-Flow. Das heißt, wir kombinieren verschiedene Übungen, in ja, einem Flow wie der Name das so schön sagt falls es deine allererste Yoga Einheit ist dann würde ich dich bitten auf denen für Unbewegliche zu wechseln eine Anfängerreihe die hier kostenlos auf YouTube anbietet schau dir das gerne an ansonsten bin ich mir aber sicher dass du diese Einheit heute bestens meistern wirst und ich freue mich schon drauf Bevor wir starten, würde ich dich bitten, diesen Kanal zu abonnieren für weitere kostenlose Videos auf meinem Channel und dass du mir hilfst, dass dieser Kanal weiterhin wachsen kann. Ich sage vielen, vielen Dank und alle meine Angebote, Yoga-Retreats, regelmäßiges Live-Yoga und vieles mehr findest du auf meiner Webseite unten in der Videobeschreibung. Good. Ganz oft kriege ich ja die Frage: Hey Marcel, was hast du da für coole Sachen an? Gerade die Männer eben fragen wieder: Hey, Marcel, ich finde keine richtige Yoga-Kleidung für Männer. Was tragt man denn da so? Ich bin ein riesengroßer Fan von Icarus. Hab da am liebsten diese weiten Hosen. Die sind einfach mega angenehm. Man kann sich trotzdem super bewegen und haben einen guten Schnitt. Auch da gibt es einen Link in der Videobeschreibung und du kriegst ein bisschen einen besseren Preis, weil du Teil meiner Yoga-Community bist. Gut, dann würde ich sagen, wann immer du bereit bist, schnapp deine Matte. Und los geht's. <laughs> Wir starten heute im Toe Squat, das heißt, wir stellen die Zehen auf, setz dich da hinten auf deine Fersen drauf. Super Übung für deine Gesundheit der Füße und dann versuch hier zu bleiben. Sollte das gar nicht mehr gehen, kannst du natürlich jederzeit deine Zehen ablegen und die hinten auf die Fersen draufsetzen. Die Hände ganz gemütlich auf den Oberschenkeln ablegen, roll mal deine Schultern hoch nach hinten mit der Ausatmung, lass sie fallen. Schließ deine Augen und nimm fünf tiefe Atemzüge. Tief durch die Nase bis in den Bauch atmen. Mit der Ausatmung entspann deine Schultern, entspann dein Gesicht. Ein letztes Mal ganz tief ein. Vollständig aus. Sehr gut. Von da kannst du die Zehen gerne wieder ablegen. Sollte das sehr unangenehm für dich sein, dann einfach öfter machen. Dann wird es mit jedem Mal leichter. Das ist generell das Motto von meinem Leben. Umso öfter du was machst, umso leichter wird es. Wir kreisen ein bisschen mit den Handgelenken in der Zwischenzeit. Und so ist es mit dem Yoga. Aber wenn heute irgendwas nicht gelingt beim Flow, nimm's locker. Es wird mit jedem Mal leichter. Es gibt Tage, da geht's gut und es gibt Tage, da geht's nicht so gut. Und so ist das Leben, also nicht nur auf der Yogamatte, sondern auch im Alltag, im Beruf. Und dann die Handgelenke ausschütteln und wir gehen in den Vierfußstand. Arme schulterbreit, Beine hüftbreit. Streckt das rechte Bein nach hinten, der linke Arm geht vor und dann mach die da mal ganz lang. Rechte Hand birgt unter dem Schultergelenk platziert, sollte das wehtun im Handgelenk, kannst die Faust verwenden. Einatmen, mach dich lang, ausatmen, bring Ellbogen und Knie zusammen und bauch, de bauch deinen Spannern, an. Spann deinen Bauch an, Entschuldigung. Einatmen, macht die wieder lang und ausatmen, Ellbogen und Knie zusammen. Das noch dreimal in deinem Tempo, um die Wirbelsäule aufzuwärmen und dein Gesäß zu kräftigen. Versuch die Atmung mitzunehmen. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen. Und dann wechsel die Seite. Linkes Bein nach hinten, rechter Arm vor. Zuerst mal Länge finden. Und dann mit der Ausatmung wieder Ellbogen und Knie zusammen. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, zusammenbringen. Dreimal in deinem Tempo. Der Atem gibt dir den Rhythmus. Und ich hoffe, dir ist es auch lieber, wenn ich natürlich bleibe und meine Fehler nicht rausschneit. Ich denke, jeder macht Fehler und man muss nicht perfekt sein. Auch nicht auf YouTube. Wir gehen wieder in eine normale Position, gehen mit den Händen ein bisschen weiter vor und dann gehen wir heute schon in den ersten herabschauenden Hund. Bewegt ein bisschen die Hüften, die Beine, macht das, was sich für die gut anfühlt. Lass die Arme dabei durchgestreckt und schau, dass dein Rücken schön lang wird. Gerne noch mal nach hinten schauen, zu so den Zehen und den Kopf ein bisschen auslockern. Und dann starten wir ganz gemütlich mit unserem Flow. Bring da mal die Füße zusammen. Mit der Einatmung geht das rechte Bein hoch. Und mit der Ausatmung steig zur rechten Seite deiner Matte. So wirklich zum Mattenrand steigen. Du kannst beide Hände auf, den, auf der Matte lassen. Aber verlage dein Gewicht etwas vor. Das so, heißt, dein Knie geht etwas nach vorne, die linke Ferse schiebt aber nach hinten und dann spüren wir das schön in der Hüfte, in unserem Lizard. Wenn du willst, kannst du den vorderen Fuß auf die Außenkante stellen, dann geht das rechte Knie etwas zur Seite. Du könntest sogar mit der rechten Hand noch unterstützen. Wenn es zu intensiv wird, kannst du jederzeit das linke Knie hinten ablegen. Yoga ist für jeden. <laughs> ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Vielleicht willst du sogar etwas über die rechte Schulter schauen. Da bleiben wir noch für drei, zwei und eins. Jetzt langsam das linke Knie auf der Matte ablegen. Die rechte Hand greift nach hinten zum linken Fuß. Schauen, ob du den Fuß schnappen kannst. Wenn nicht, dann ist es halb so schlimm. Einfach die Hand auf die Hüfte und die Ferse zu dir kicken. Dann ist es auch ein aktiver Stretch. Schadet auch nicht. Wenn es ausgeht, greif nach hinten. Die Übung heißt Kick and Twist. Das heißt, du kickst die Ferse zum Hintern und du twistest, du drehst über die rechte Schulter. Konzentriere dich wieder auf deine Atmung. Finde den Moment. das Mal tief ein. Mit der Ausatmung langsam wieder lösen. Stell den linken Fuß hinten auf der Matte auf. Heb wieder das Knie. Und der rechte Arm geht jetzt seitlich hoch in den Twist. Da geht der rechte Arm wirklich rauf zur Decke. Der muss nicht nach hinten gehen, sondern hoch. Was wir drehen, ist der Oberkörper, der Rippenbogen. Schön aufdrehen. Halten für drei. Zwei und dann beide Hände auf die Matte steigt nach hinten in den Stütz. Da wieder schön einrichten, die Schultern über die Handgelenke, die Arme ganz durchstrecken. Und dann aktiviere da mal so richtig deine Schulterblätter, indem du die Arme mehr durchstreckst. Kannst du gerne herschauen, anstatt so, durchstrecken, obere Rücken wird leicht rund. Wir halten für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ein sehr gut, einatmen, schieb vor, ausatmen, langsam Richtung Matte. Leg die Zehen auf der Matte auf, einatmen, heb die Brust, kleine Cobra. Ganze Kraft hier aus dem Rücken, drück die Ellbogen zu dir, zieh die Schultern mehr nach hinten. Und mit der Ausatmung drück dich nach hinten, Child's Pose. Der Rücken ist schön lang und von hier herabschauender Hund. Diesmal gerne ohne Bewegung. Schau, dass die Füße wirklich parallel sind. Ich sehe da ganz oft bei meinen Events, dass die Leute die Fersen nach innen drehen. versucht da parallel zu bleiben für eine gleichmäßige Dehnung in den Oberschenkeln. Und dann drückt die Fersen Richtung Matte für drei. Tief atmen. Zwei. Und eins. Sehr schön. Gern die Füße zusammen einatmen, linkes Bein weit nach oben. Ausatmen, der kontrollierte Schritt zur linken Seite deiner Matte. Sonst also einfach das Knie ablegen, Bein schnappen, nach vorne stellen und dann sind wir wieder in unserem Lizard Lunge. Option 1: Die Hände auf der Matte. Option 2: Linke Hand auf dem linken Oberschenkel und das Bein wegdrücken. Wieder die Option, die Faust zu verwenden, dann ist etwas weniger Druck am rechten Handgelenk. Und dann schau über die linke Schulter. Wir bleiben hier für fünf Atemzüge in deinem Tempo. letztes das mal tief ein. Mit der Ausatmung legt das rechte Knie auf der Matte ab. Greif mit der linken Hand nach hinten Richtung rechter Fuß und dreh über die linke Schulter. Kick and Twist. Der linke Fuß bleibt auf der Außenkante. Drück weiterhin das linke Knie zur linken Seite. Atme tief. Noch drei. Zwei. Und eins. Langsam wieder lösen, hinten rechts die Zehen aufstellen, das Knie geht in die Luft und den linken Arm drehen wir seitlich nach oben. Lass den rechten Arm durchgestreckt, die Schulter bleibt über dem Handgelenk als eine gerade Linie, damit wir das Handgelenk nicht unnötig belasten. Einatmen hier. Mit der Ausatmung beide Hände auf die Matte, linker Fuß bleibt auf der Außenkante und dann drehen wir ein bisschen mehr nach links, so leicht diagonal und steigt mit dem rechten Fuß auf dieselbe Höhe in einen yogi -Squad, aber wir müssen da jetzt überhaupt nicht tief gehen, sagen wir ca. 90 Grad, Oberkörper geht hoch und dann streckt die Arme vor, also ein bisschen Kraft da in die Oberschenkel. Ganz wichtig, denke ich, dass man nicht nur dehnt, sondern auch immer wieder Kraftübungen einbaut, Balanceübungen. Und so wird Yoga zum besten Training, wenn man sagen kann, Training, was es überhaupt gibt. Wir halten für 5, 4, 3, 2, 1. Dreh die Füße nach innen parallel zueinander und komm in eine Vorbeuge. Da einfach locker hängen, die Schultern ein bisschen lockern. Den Kopf nach links und rechts, vorn und zurück. Und um hochzukommen, beugt die Knie und roll ganz langsam nach oben, Wirbel für Wirbel. Sehr gut. Von da verschränkt die Finger hinter deinem Rücken, roll die Schultern hoch, öffne die Brust. kannst gerne noch mal auf die Zehenspitzen gehen, dann wird es etwas zur Balanceübung. Kräftig die Wadel. Die Wadeln, die Tiroler Wadeln. Zieh fest nach hinten für 3, 2, 1. Fersen wieder auf der Matte platzieren, kommen in die Vorbeuge und versuch die Arme über den Kopf zu bringen. Ohne zu wippen, ohne zu reißen. Sanft den Druck erhöhen. Vielleicht noch etwas das Gewicht nach vorne verlagern. Noch drei. Zwei. Eins. Langsam die Hände lösen. Auf der Matte platzieren. Einatmen, gerade rücken. Und ausatmen, platzier die Hände auf der Matte. Steig nach hinten in deinen Stütz. Einatmen, schieb vor. Und ausatmen, fließt durch dein Vinyasa, also langsam nach unten, die Zehen auf der Matte auflegen. einatmen, kleine Cobra, Cobra oder aufschauender Hund, und ausatmen über die Charles-Pose oder direkt in den herabschauenden Hund. Von da bring die Füße zusammen, rechtes Bein geht hoch und erbeug mal dein rechtes Knie, um die Hüfte zu öffnen. Lass die Arme aber durchgestreckt und parallel, linke Ferse drückt nach unten, und du entscheidest jetzt, ob du hier bleiben willst oder flip your dog wild thing. Einfach weiter drehen, rechten Fuß auf, der, auf dem Boden platzieren, linker Fuß auf der Ferse und dann die Hüfte hochdrücken in eine Rückbeuge. Wenn du dir jetzt denkst, puh, was ist denn das, dann bleib einfach im dreibeinigen Hund, wo wir vorher waren, mit dem gebeugten Knie. Aber wenn man nie was probiert, dann wird man nie wissen, ob man es schafft. Also probier es lieber aus. <laughs> so ein kleiner Tipp am Rande. Und dann versuch nach vorne zu steigen. Nehm die linke Hand. Vielleicht ohne Zwischenschritt. Vielleicht mit. Sehr schön. Und dann treffen wir uns im Heiland. Vor das Knie über dem Fußgelenk. Linke Ferse schiebt nach hinten. Die Arme weit nach oben. Kräftigen auch hier wieder die Oberschenkel. durch hochziehende Arme dehnen wir das seitlich schön den Oberkörper, den Latissimus. Atme nochmal tief ein. Mit der Ausatmung öffnen deinen Krieger 2. Rechtes Knie bleibt vorne, Hüfte zur längeren Seite, linker Fuß parallel zur kürzeren Seite der Matte. Nicht nach vorne lehnen, sondern Oberkörper aufrecht, die Arme ausstrecken, der Blick über die rechte Schulter. Noch drei Atemzüge. Gern mal kurz die Augen schließen. Schau, wo du diese Asana, diese Position am meisten spürst. Und mit der Ausatmung lass genau dort die Anspannung los. Versuch die Anstrengung zu akzeptieren. Ein letzter Atemzug. Und dann beide Hände wieder auf die Matte. Schritt nach hinten in den Stütz. Einatmen schieb vor und ausatmen fließt durch dein Vinyasa. Wir treffen uns wieder im herabschauenden Hund. Und dann bereit für die linke Seite. Füße zusammen, linkes Bein hoch, Kniebeugen um die Hüfte zu öffnen, Schultern bleiben parallel, rechte Ferse drückt Richtung Matte. Du entscheidest, ob du hier bleibst oder Flip Your Dog. Weiter drehen, Wild Thing. Hüfte hochdrücken, die rechte Schulter über dem rechten Handgelenk. Für drei, zwei, rauf mit der Hüfte, eins. Und dann der Schritt, nehmen die linke Hand nach vorne. Jawohl, sehr gut. Ich kann die zwar nicht sehen, aber du hast das ist sicher super gemacht <laughs> mit der Einatmung. Arme hoch. Ich hoffe, wir sehen uns mal in... In real life. Entweder beim Live-Yoga, online auf Patreon oder hoffentlich mal in Person. Dann können wir gemeinsam flowen, gemeinsam umfallen. Einatmen, streck die Arme weiter nach oben. Ausatmen, öffne in deinen Krieger 2. Da wieder schön einrichten, Knie über Fußgelenk, Hüfte aufdrehen, Blick nach vorne. Schließ die Augen, konzentriere dich mal nur auf deine Atmung. Gleichmäßig und tief atmen, durch die Nase ein, durch die Nase wieder aus. Das einzige, was zählt, ist der Moment. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft noch nicht da. Und der Atem hilft uns, da im Moment zu bleiben. Letztes Mal ganz tief ein. Mit der Ausatmung beide Hände wieder auf die Matte, Schritt zurück. Letztes Vinyasa, da nochmal vorschieben, ganz langsam nach unten, die Ellbogen bei dir lassen. Zehn auf die Matte, einatmen, kleine Cobra, Cobra oder aufschauender Hund und dann über die Charles-Pose oder direkt in den herabschauenden Hund. Und dann beugt die Knie und wir versuchen jetzt nach vorne zu hüpfen ins Sitzen. Du entscheidest, ob du springen willst oder ob du nach vorne steigst. Also, du kannst entweder einfach links, rechts vorsteigen und nach hinten setzen, oder du versuchst hochzuspringen, sanft zu landen. Und dann legen wir uns auf den Rücken und machen ein bisschen was für den Bauch. Ganz, ganz wichtig auch gegen Rückenschmerzen und einfach für ein gesundes Leben ist eine starke Körpermitte. Deswegen machen wir ein paar Crunches: da 90 Grad, Hände hinter den Kopf und dann ein paar Mal den Oberkörper hoch. So, nicht nur das Kinn heben. Das ist nicht die Übung, um zu lernen, Ja zu sagen, <laughs> sondern wirklich die Schulterblätter von der Matte lösen und dann hoch, sodass wir ein bisschen was im Bauch spüren. Kannst ich gerne mal hingreifen. Die Bauchmuskeln sind da. Sie verstecken sich höchstens ein bisschen, aber sie sind da und wollen geweckt werden. Und das machen wir jetzt noch. Machen wir noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Achtung, letzter. Oben halten, Arme nach vorne strecken. Gerade für 5, 4, geht schon noch. 3, höher, noch höher, höher. 2, noch höher. 1, ah, und ablenken. Um das Ganze auszugleichen, nochmal kurz die Fersen unter den Knien, die Handflächen links und rechts und gerade den Hintern in die Luft heben. Wenn du willst, kannst du die Finger verschränken und nach unten drücken oder einfach die Handflächen nach unten drücken. Achte darauf, dass die Knie nicht nach innen fallen, das passiert gern, sondern dass die wirklich parallel bleiben. Und dann geht der Hintern so weit, wie es geht, hoch. Da bleiben wir noch für 10, 9, 8, 7, 6, vielleicht nur ein bisschen höher für 5, 4, 3, 2 und 1. Langsam wieder ablegen, kurz mal die Beine ausstrecken, alles ausschütteln. Wenn du willst, kannst du natürlich gerne ein Shavasana einbauen und noch ein bisschen liegen bleiben. An dieser Stelle verabschiede ich mich und sag vielen Dank, dass du mit mir Yoga gemacht hast. Bitte abonniere diesen Kanal für weitere Videos. Das hilft mir, dass dieser Channel weiterhin wächst. Und vielleicht kannst du dieses Video an zwei, drei deiner Freunde schicken und mir weiterempfehlen. Das wäre wirklich mega cool. Falls du Lust hast, mich persönlich kennenzulernen, dann haben wir jedes Monat eine Live-Yoga-Einheit mit QA im Anschluss, wo du mir all deine Fragen zur Yoga-Praxis, aber auch zum Mindset zum gesunden leben generell stellen kannst auf Patreon. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Alle Einheiten werden aufgezeichnet und du kriegst mit deinem Beitritt Zugriff auf alle Einheiten dort. Und meine restlichen Angebote findest du auf meiner Webseite, auch da der Link in der Videobeschreibung für gemeinsame Yoga Retreats in schönen Hotels mit Spa, Essen, verschiedene Yogastile und wir lernen uns wirklich besser kennen. Ich habe viele Events, auch Yoga auf den Bergen, Sunset Yoga, Sunrise Yoga und vieles mehr. Es darf mir voll freien die persönlich kennenzulernen. Und wenn du willst, ich darf mir voll freuen über einen Kommentar. Schreib doch gerne, wie lange du schon Yoga machst. Das würde mich voll interessieren, wie du angefangen hast und auch, woher du kommst, damit ich meine Workshops planen kann. Das wäre richtig cool. Ich freue mich über jedes Kommentar. Vergiss nicht, den Like-Button zu drücken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf der Yoga. Yogamatte. Bis dahin, alles, alles Liebe, feines Tagelino und wir sehen uns bald mal wieder. Vielen Dank und Namaste. <laughs> Namaste, Akuna. Bravo. <laughs>